Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Annetta und ich freue mich sehr, dass ihr angeschaltet habt. Heute habe ich für euch mein Little Box Les Archives Yo Unboxing. Habt ihr Interesse? Dann bleibt dran. Viel Spaß beim Zuschauen. Was für Box war, ist wieder Bistros de Damas, aber das ist französische Version. Wenn Sie noch nicht über Les Archives gehört, dann gebe ich ein paar Infos dazu. Also, Les Extras ist ein Abo bei My Little Box deutsche Version, weil My Little Box ist französische Box, kommt aus Frankreich, Paris. Und da gibt es auch französische Version, selbstverständlich, kostet 19,90 und nur via Frankreich lieferbar. Und gibt es auch deutsche Version, die auch für uns genau geplant und kostenlos Lieferung via Deutschland kostet gleich 19,90. Aber nur für 3 Monate hat My Little Box ein Abo für uns oder Möglichkeit für ein Abo gegeben. Das würdest du nur 11,90 zahlen, aber dafür bekommst du nur ältere Boxen, die schon, keine Ahnung, letztes Jahr, vorletztes Jahr waren. Also du weißt es nicht, das ist wie Mystery Boxen, du könntest nicht selbst wählen, aber kostet auch 11,19. Ich meine, das ist wirklich, wirklich top. Und Bistro de Damas war schon. Ich hatte diese Box schon gehabt, aber da war deutsche Version, Inhalt war ganz anders. Also ja, diese Version finde ich auch toll. Ich freue mich schon und ich zeige euch erstens diese Box. Das ist Versandkarton. Ich habe einfach da gedreht. Und wir sehen hier ein paar Infos. Info steht auf Französisch, logischerweise. Kein Wort, ich nehme an, auf Deutsch oder auf Englisch. Happy Hour, das ist der einzige, was kann ich jetzt hier lesen. Ja, Happy Hour bei Kaffee, Restaurant oder Bar, besser gesagt, gibt es natürlich. Und wir bekommen auch Accessoires, 2 wie immer, und dann 3 Beauty-Produkte. Was erwartet uns in dieser Box, ist diese Einkaufstasche. Wow, Taschen liebe ich, absolut. Ich bin genauso glücklich, immer wieder, wenn ich eine Kosmetiktasche habe, Portemonnaie, oder ein Kaustasche oder einfach Tasche, egal was für einen. Da gibt es auch Schmuck bei My Little Box. Schmuck nehme ich aber nicht so gerne. Ja, was gibt es noch? Noch ein paar Infos, auch alles auf Französisch. Diese Box finde ich, ich meine, für so einen Karton, finde ich auch super hübsch. Lass uns mit Accessoires anfangen. Und das erste Accessoire, auch in absolut hübsche Design. Dieser Karton gehört mir auch. Und das ist Gua Sha. Gua Sha feiere ich nicht so wie diese Verpackung. Ja, kommt genau von My Little Box. Sieht so aus. Und ich vermute, das ist einfach nur meine Vermutung, das ist echter Stein. Klingt das wie echter Stein? Ich denke schon. Aber ich behalte selbst nicht. Ich habe schon genug zu Hause. Ich habe auch echte Steine von Espa. Ja, genau. Und ehrlich zu sein, ich verwende das gar nicht. Es ist einfach da im Kühlschrank liegt und ich greife nicht zu. Ich bin zu lazy, das zu machen. Ja, ich bin nicht faul Mensch, aber wenn es das zu Gua Sha geht und dass ich 20 Minuten mit Gua Sha Massage machen soll, dann bin ich, ehrlich zu sein, ein bisschen faul. Jo, ihr Lieben, das war das erste Produkt und ich finde das super, super hübsch. Das wird mich leider verlassen, aber ja, das ist nur Geschmackssache. Ich habe zu Hause schon genug, das ist der Grund. Unser zweiter ist Einkaufstasche, sieht so aus. Und ich liebe diese Tasche. Das ist meine zweite. Wo ist übrigens erste? Keine Ahnung. Wir sind umgezogen und ich nehme an, es liegt irgendwo. Aber wo? Kann sein schon im Auto. Das kann schon sein. Ich muss nachschauen. Aber diese Tasche ist perfekt für Einkaufen, zu Strand zu gehen, mit Freunden treffen. Egal für was. Es ist groß genug und absolut stabil.
Schauen Sie bitte an. Und Muster gefällt mir auch absolut. Ja, ich mag diese Tasche und noch diese Mini-Kartleber auch da dabei. Made in China. Aber macht nichts. Macht wirklich nichts, weil ich mag einfach Taschen von My Little Box. Ja. Und endlich, wir sind schon so weit für unsere Beauty-Produkte zu schauen. Sie sind auch versteckt ein bisschen in diese süße Cotton-Tasche. Und dann schauen wir, was gibt's hier. Erstens von Avène 100 ml. Und das ist Extremely Gentle Cleanser für unser Gesicht. Auch für Augenpartie, also könntest du gut reinigen, du könntest du vermutlich auch abschminken, ich nehme an, für Gesicht und Augen, genau, für empfindliche Haut, perfekt, Reinigungslotion, ja, ich nehme an, du könntest das auch abschminken, wenn natürlich dein Make-up nicht so krass aussieht, normal, Tages-Make-up, dann perfekt. Ich würde gerne mitnehmen, wenn wir wieder reisen, dann kann ich das wirklich gebrauchen. Unser zweites Produkt auch von Avène, das ist 5 ml. Wow, das ist einfach ein Creme. Mhm. Aber diese Creme könntest du für ganze Gesicht, Hals, Dekolleté und auch Unteraugenpartie anwenden. Das finde ich top. Für Unteraugenpartie würde ich vermutlich genau das verwenden. Das ist einfach so eine kleine Probchen. Ja, aber für, ich nehme an, für 2 Wochen sollte das schon reichen, noch für diese Partie, oder? Und Haut, genau, bei meinen Unteraugen ist immer trocken. Nicht schlecht, aber leider ist eine Probe. Dann noch unser drittes Produkt von My Little Box selbst. My Little Beauty heißt die Marke. Das ist Super Drop Serum. Dieses Produkt hatten wir schon gleich in der letzten Beauty Box von My Little Box gehabt, aber macht nichts natürlich. Also es ist eine kleine Glasflasche, da kann ich auch schnell leer machen. Ja, und ganz am Ende gibt es noch ein riesiges, großes Schätze. Das ist Caudalie. Caudalie und Full Size 200 ml. Lotion, einfach Body Lotion, ja, das kostet schon etwa, keine Ahnung, 15, 18 Euro, ich vermute, bin ich nicht sicher, habe ich gar nicht selbst gekauft, aber ja, ich freue mich schon, Full Size erstens zu haben und zweitens, das ist von Caudalie noch, ja, perfekt, das finde ich wirklich perfekt. Also noch einmal, in Schnelllauf zeige ich euch, was war in unserer Beauty Box. Erstens Full Size von Caudalie, dann von Avène 100 ml, dann von My Little Beauty, diese Drop für Gesicht Serum und noch diese kleine Probe, auch von Avène. Ja, und 2 Accessoires, Gua Sha Stein und noch unsere Tasche. Ja, schon da hinten gewesen und sieht ein bisschen ja, verrutscht aus. So, das war alles. Was denke ich? Für 11,90, knapp 12 Euro, hat sich definitiv gelohnt. Ja, ich habe große, riesige Freude gehabt, wieder noch einmal diese Tasche zu haben. Dann Caudalie-Produkt, ja, definitiv. Also war gar nicht schlecht. Noch 2 Monate gibt es und dann ist Schluss, muss ich wieder mein Abo kündigen. Sonst musste ich wieder 19,90 zahlen und dann bekomme ich normale Boxen, die monatlich kommen von My Little Box. Aber ich bin schon Abonnentin von ja, monatlichen Boxen. Dafür brauche ich nicht das zweite Abo. Also ihr Lieben, das war alles von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann bitte nicht vergessen, Daumen nach oben, dann abonnieren auch gerne meinen Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bitte nicht verpassen. Tschüssi!